Nachmittag wünsche ich Ihnen. Sie lernen einen Menschen kennen. Sie lernen seine Charakterzüge kennen, seine Art. Und plötzlich verändert sich dieser Partner im Laufe einer Beziehung und wird irgendwie ganz anders, hat plötzlich Hobbys, die er vorher nie hatte, oder verstärkt seine Hobbys, oder wird plötzlich ganz eigenartig. Und dann muss man sich schon immer mal die Frage stellen, ob man mit den Veränderungen des Partners weiter so leben möchte oder eben nicht. Darum geht es in der kommenden Stunde. Harry sagt, solange sich die Frauen nach meiner Lebensweise gerichtet haben, war die Beziehung perfekt. Aber wehe, wenn sie so abgebogen sind, dann gab es Probleme. Hier ist der Harry. Ja, was soll ich sagen? Genau so ist es. Ich habe quasi nur zusammengefasst, was so dein Leben, deine Beziehungen ausgemacht hat, ein bisschen, gell? Ja, im Großen und Ganzen schon, ja. Erzähl ein bisschen, wie waren deine Beziehungen? Naja, mir ist aufgefallen, dass die Beziehungen eigentlich meistens so um die 4 Jahre gedauert haben, im Großen und Ganzen. Da bist du im guten Schnitt, weil 4 Jahre dauern die modernen Beziehungen, dann ist meistens... Ja, mein längst, also die zweite Ehe, die hat dann länger gehalten, also 8 Jahre und insgesamt 10 Jahre waren wir zusammen. Okay. Und warum ist es gescheitert? Naja, wie du gerade zuerst gesagt hast, es ist meistens so, dass man halt sich wahnsinnig verändert in einer Beziehung oder überhaupt als Mensch, jeder Mensch weiß das, glaube ich, dass da eben riesige Veränderungen sind, die kommen von außen oder man wird beeinflusst von allen möglichen Freunden. Man hat auf einmal eben ein neues Hobby. Und so passiert es dann oft, dass die Partnerin dann mitgeht. Ne? Haben deine Freundinnen, deine Ex-Frauen am Anfang sich sehr nach dir gerichtet? Nach deinen Wünschen, Hobbys, alles das, was du so dir von deiner Beziehung und Leben vorgestellt hast? Naja, schon. Die meisten Frauen von mir waren eigentlich immer jünger als ich. Also wirklich sehr jünger als ich. Und das ist auch ein bisschen mit der Grund. Die haben da gesehen, okay, der macht das schon so, wie mir das gefällt und so. Meine erste Frau, die war nur um 4 Jahre jünger. Aber sonst, die anderen, hat sie auch ein bisschen nach mir gerichtet. Ich natürlich nach ihr auch. Also so ist es nicht, dass ich da nur in meine Richtung gegangen bin. Natürlich musste ich anpassen, weil sonst bringt das schon mal gar nichts. Ne? Und dann sind sie abgebogen. Und dann hat es nicht mehr gepasst. Weil da so fängt das dann an. Will ich mit der Veränderung leben? Kann ich daran arbeiten? Kommen wir wieder zusammen, dass wir halt gemeinsames Ziel vor Augen haben oder eben nicht? Na, bei einer Dame war das so, das sind diese alten Geschichten, was ich eigentlich zuerst von ihr schon verlangt habe, dass das nicht mehr passieren, also nicht mehr so in die Richtung geht. Das sind dann einfach wieder mehr geworden. Und ich bin was halt, für Geschichten? Bitte? Was für Geschichten? Naja, so eine Art Gefähighausgeschichten und so. Und ich habe sehr lange in Deutschland gelebt und wie ich dann nach Österreich gekommen bin, habe ich gesehen, was so in den Kaffeehäusern abläuft. In den Kaffeehäusern? Teilweise. Ja. So, wie es halt so ist. Was? Kaffee trinken gehen und dann heißt es ja schon oft mehr. Und so denken sich manche. Ne? Und ich habe das halt einfach nicht wollen. Wie soll ich sagen? Ich bin ein Mensch, der was, wenn er eine Beziehung hat, sehr treu ist. Also bei mir gibt's aber ich sowas. Verstehe, dass ich nicht ganz Kaffee trinken und dann trinkt man mehr. Naja, dann Kaffee? Trinkt man schon zu Hause einen Kaffee und dann fängt oft das so mit Beziehungen an und... Also im Kaffeehaus so, ne? Werden Seitensprünge geboren? Mit Sicherheit, ja. Okay. Also mit Sicherheit. Also da garantiere ich dafür. In jedem Kaffeehaus oder nur in dem Kaffeehaus? Weiß ich nicht. In jedem war ich noch nicht. Aber in dem besagten? Okay. Genau, machen wir es einmal so. Okay. Und dann diese Freunde, die sticheln dann. Ne? Ich bin dann zum Beispiel in den Berg gegangen, bin Mineralien suchen gegangen mit einem Freund. Da haben die gesagt, na gut, der geht ja nicht allein. Ne? Ja, es war mein bester Freund damals mit, aber ich habe keine Dame mit. Also das ist einmal so. Ne? Ich bin allein und den Hund habe ich mitgehabt, weil ich immer Hund halt habe. Ne? Okay, okay, okay. Das heißt, die haben sie eifersüchtig gemacht und dann hat sie sich gedacht, was er kann, kann das ich auch. Das ist halt ein bisschen. Und hat sie dich dann auch betrogen? Ja, später dann schon, ja. Ja, okay. Genau. Das war dann so um die 4 Jahre nach unserer Hochzeit halt eben. Ja. Und mit einem Ex-Mann von ihr, also mit einem Ex-Freund. Mhm. Und das habe ich halt rausgekriegt und da war für mich die Sache halt eh gelaufen. Sehr klar. Also du machst so ziemlich kurzen Prozess. Da gibt's ja, von heute auf morgen. Eine Sekunde ist das entschieden. Okay. Ja.
Weil du so ein schönes T-Shirt hast mit einem augenscheinlich belgischen Schäferhund. Ja, ja, Malinois, ja, genau. Das ist ein Sport, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, welche deiner Partnerinnen, waren ja nicht so wenige, nicht? Die, also ich mein, haben alle ein bisschen mitgetan, natürlich. Ne? Haben alle mitgetan, sehr stark, ja. Ja, ja. Ja. Aber irgendwann bei ein paar war es halt dann einfach einmal, naja, am Hundeplatz und das ist nicht so meins, ist auch okay. Da, ich kann ja nicht verlangen, dass die mit am Hundeplatz geht, wenn sie nicht gefällt. Ne? Aber wenn ich dann sehe, dass bei einer Dame dann auf einmal der Hund im Bett schläft, wo es das bei mir nie gegeben hat, ich meine, ich habe meine Hunde, was soll ich jetzt sagen, ich meine, das ist mein Leben halt zusammen mit den Hunden, nur ich habe das halt nie gewollt, dass der Hund im Bett ist. Ich meine, das geht ja nicht. Ne? Ja, ja. Die schläft auf der Couch, hat sie einen Platz, ist okay. Ne? Mhm. Und auf einmal dann bei dem neuen Mann, dann hat der Hund im Bett geschlafen, weil der nie Hunde wollte. Ne? Okay, okay. Naja, das sind halt so Sachen, die passieren halt einfach im Leben. Ne? Das heißt, da kann man sagen, du hast dich nicht verändert in der Beziehung. Die Frau. Na, großartig nicht. Die Frau, oder? Na, großartig habe ich mich nicht verändert. Also, ich hab mein Ding einfach durchgezogen, weitergemacht. Ich bin auch sehr viel mit Motorrad gefahren. Das ist das Nächste. Da begeisterst du auch oft ein junges Mädchen oder eben eine Frau, nicht? Mit dem Motorrad hinten oben und zack, super. Da beeindruckst du schon oder beeinflusst die Damen. Nicht? Du, vielleicht solltest du da mal eine Gleichaltrige nehmen. Und nicht, ja, kann ich leider nichts anfangen damit. Da gibt es einen guten Spruch von mir, 90, 60, 80. Aber nicht, was sie denken, sondern das interessiert mich halt nicht. Das will ich damit sagen. 90 Millionen, 60 Jahre und in 80 Tagen gestorben. Nein, dafür sage ich ja, das will ich ja nicht. Also so Geschichten. Nicht. Okay, okay. Aber also du möchtest, mach ich sagen, 90, 60, 80 von der Figur halt her. Ne? Das ist auch nicht das Wichtigste. Ne? Ja, aber möglicherweise sind dann diese jungen Frauen, die entwickeln sich halt dann. Die werden vielleicht an deiner Seite selbstbewusst oder wissen dann, das will ich nicht. Genau, so ist es meistens. Und ich meine, du bist, schaust zwar jünger aus, aber du bist 58. Danke. Und deine Frauen sind, weiß ich nicht, wie alt sind die? Ja, 39. Ja. Ich würde jetzt gar nicht sagen, wie jung das Mädel ist, was ich kenne, aber ja, das ist halt so. Ne? Verändert sich auch die körperliche Liebe, der Sex in der Beziehung? Ja, natürlich. Wie soll ich sagen, wenn dann diese Alltagsprobleme, wie die meisten dazu sagen, bei mir sind nicht immer spät gekommen, nicht jetzt nach einem Monat oder nicht nach einem halben Jahr oder so, sondern natürlich wird es dann weniger. Mhm. Gell? Dann verlangst eine sexuelle Praktik oder so, oder verlangst, sprichst es einmal an einfach nur und die kann damit absolut nichts anfangen und hat dann immer die Panik vielleicht, dass es beim nächsten mal im Bett schon wieder die Frage da ist. Ne? Mhm. Und da natürlich zieht sich die Frau auch zurück, das ist ja verständlich. Ne? Man soll sich ja in diesem sexuellen Leben ein bisschen weiterentwickeln, glaube ich. Wenn man sie besser kennt sowieso. Ne? Eine ziemlich gute, heiße Beziehung hattest du mit einer verheirateten Frau. Die hättest du gern. Ja, das ist nicht mehr Geschichte normalerweise, aber das ist halt einfach so passiert. Im Kaffeehaus? Nein, ich war in einer Diskothek. Und die haben da Weihnachten gefeiert, also Weihnachtsfestel, und ich war dort da und diesmal da aufgekommen, hat sehr gut ausgeschaut. Auch um einiges jünger halt natürlich irgendwo, wieder mal. Und ich stehe dort an dieser Treppe und die fliegt die Treppen runter, wie es tanzen geht mit einem Arbeitskollegen. Und ich habe damals gerade ein Glas Whisky in die Hand gehabt und habe die Dame aufgefangen. Wirklich, das war wie ein Film. Und ich habe gesagt, das kostet einen Tanz. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann am selben Abend hat sie mir wirklich ihr Drama ein bisschen erzählt. Das Drama zu Hause, Ehe. Von zu Hause, ja, genau. Okay. Und so ist es halt dann entstanden. Mhm. Man verliebt sich halt dann auch nach ein paar Wochen oder so. Und ja. Und dann gab es keine Lösung am Ende? Ja, genau. Die Lösung, die ist immer in weiter Ferne gewesen. Und ist halt einfach nicht gekommen, die Lösung. Wir haben natürlich über das geredet, aber sie hat auch die Sicherheit bei mir nicht gehabt, irgendwo. Weil dieser Ausbruch auch da war, irgendwo. Jetzt hat sie sich gedacht, okay, wer weiß, keine Ahnung, aber ich bin wirklich, was das betrifft, bin ich treu, da gibt es nichts. Beziehung gibt es nichts. Sie hat, also diese eine, die wir ja nicht kennen, hat das Drama Ehe erlebt. Und das könnte man auch bei der Gabi sagen. Gabi sagt, mein Ex-Mann hat zuerst mich und dann den Computer geheiratet. Hier ist die Gabi. Applaus.
Gabi, wie war die Ehe? Ja, am Anfang war sie eh schön. Wie lang war es schön? 5, 6 Jahre. Okay, das ist eh lang. Ja, eh. Sag eh lang. War eh relativ lang, ja. Ja, und dann hat es schon langsam angefangen. Der Computer ist immer länger eingeschalten gewesen, immer mehr. Wenn ich gesagt habe, gehen wir mit den Kindern schwimmen, ist langweilig im Bad. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage hintereinander durchgespielt, Tag und Nacht. Was hat er denn gespielt? Weiß ich nicht, irgendwelche PC-Spiele, die halt da gerade in waren. Age of Empire oder keine Ahnung, wie es geheißen haben. Ja, und dann mit dem Vorwand, er schenkt dem Buben zu Weihnachten ein Spiel. Mhm. Zuerst hat er es durchgespielt und dann hat es der Bub spielen dürfen. So, okay. Im Endeffekt. Damit er dem Buben beim Spiel helfen kann, hat er mal erklärt. Und ihr habt aber geredet? Ich habe geredet. Ah. Ich glaube, ich habe geredet und er nicht einmal zugehört. Mhm. Wie lange hast du dir das angeschaut? Und gefallen? Sehr lang. Ja. Wirklich, eigentlich zu lang. Wie lang? Also insgesamt, also wo es wirklich gar nicht mehr gegangen ist, würde ich sagen, 10 Jahre. Mhm. Bis ich dann gesagt habe, so und jetzt. Ja, das ist eh ein. Hast du ja sehr lange. Naja, das waren dann noch andere Umstände, wo ich dann gesagt habe, nein, es geht jetzt einfach nicht, weil wir zusammen auch ein Geschäft gehabt haben. Also das war dann nicht so einfach für mich. Das ist witzig, gell? Weil wenn man sich kennenlernt, hat man ja keine Ahnung, wie sich ein Mensch entwickelt. Nein, überhaupt nicht. Ist meistens immer ganz schön. Die meisten bemühen sich am Anfang. Jetzt könnte man sagen, gut, das hast du einmal erlebt und nie mehr wieder. Aber es ist dir in einer anderen Form ja noch einmal passiert. Ja. Die letzte Beziehung. Genau. Da waren die ersten 2 Jahre schön. Und dann hat sich das Blatt gewendet und mit Stimmungsschwankungen am Anfang gut aufgelegt. Dann war das so von einer Sekunde auf die andere zu Tode betrübt. Keiner hat gewusst, warum, gesponnen, beleidigt. Und dann zur aller Draufgabe ist dann noch die extrem energetische Schiene gekommen, dass er mit den Engeln gesprochen hat. Und mit dem Universum. Stundenlang. Wirklich. Laut. Ja, auch. Ja. Mit uns. Es war ein bisschen komisch, ja. Aha. Das heißt, er ist in die Spiritualität abgedriftet. Ja, aber wirklich, also manchmal habe ich das Gefühl gehabt, sie machen Gehirnwäsche mit ihm. Also das war so eine ganze Gruppe, die haben sich getroffen. Und je öfter, dass er dort war, umso schlimmer ist es dann und umso intensiver ist es dann geworden. Bist du mitgegangen auch dorthin oder nein. Zu dieser Gruppe? Nein, weil also, ich habe mir das immer angeschaut, weil. Ich kann noch nichts sagen, wenn ich das nicht einmal gesehen habe. Nein, ich habe schon Leute kennengelernt am Anfang davon, von der Gruppe, aber mir ist das einfach zu strange, mir ist das zu weit weg von der Realität. Weil, ich meine, es kann jeder glauben. Du hättest vielleicht ein bisschen unterstützen können, dass er da nicht unbedingt da jedes Mal da hinrennt oder so. Ne? Und inwiefern hätte ich ihn da unterstützen können? Naja, wenn du mal siehst, wie die ticken dort, dann kannst du was überlegen. Ne? Na, das war sehr wert. Ne? Kann man einen Mann ändern? Kann man überhaupt irgendjemandem jemanden, einen Menschen ändern? Und naja, das kann man schon. Nicht, oder? Aus Liebe. Das kann man schon sehr stark. Kann man. Na, ich glaube, er verändert sich, aber es ändert sich nichts. Sie bemühen sich vielleicht am Anfang, aber im Grunde genommen kommt es dann immer wieder, ein Mensch ist, wie er ist. Ja schon, aber hast du dich gefragt, wenn dir das einmal passiert und noch einmal passiert, ob es an dir liegt? Oh ja. Schon. Ja, schon. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht weiß die Traude mehr. Die Traude kann die Gabi nämlich gut verstehen. Denn sie hat einen Mann zu Hause, der sich, sagen wir mal, mehr um die Autos kümmert als um seine liebe Frau. Das ist die Traude. Traude. Das war früher aber nicht so. Na, überhaupt nicht. Das Gegenteil. Also am Anfang, da wird man. Ich habe ihn kennengelernt mit Motorsport, gar keine Frage. Ne? Aber das war noch ein bisschen, da hat das Finanzielle noch nicht gepasst und das ist einfach nicht gegangen. Und dann haben wir natürlich aufgebaut und er hat seine Firma aufgebaut und ja, und dann haben wir halt zusammengeholfen und wie das so gelaufen hat, habe ich dann meine Firma aufgebaut und ich bin dann immer noch vorgegangen und meiner ist dann rechts abgebogen. Er hat gesagt, das rennt sehr lang. Seine Firma. So, und ich fröne jetzt mein Hobby. Ne? Mhm.
ja, okay, macht mir nichts, ich habe kein Problem gehabt. Da ist immer lieb gekommen, gesagt, ganz romantisch, Frühstück, hergerichtet, Kerzen. Du, hat er immer gesagt, du, jetzt war am Wochenende war wieder einmal was, das da was ausmachen, wenn ich mitfahre? Sage ich, nein, vorne. Nach dem dritten Mal haben wir gedacht, jetzt weiß ich nicht, da bin ich dann schon drauf gekommen, da waren schon die Zimmer bestellt, das Service war gemacht, das Auto war hergerichtet, das war eigentlich nur mehr die Erlaubnis. Die habe ich dann erteilt. Okay. Ja, und im Endeffekt ist es dann eigentlich so immer mehr und mehr, sukzessive mehr geworden, weil wie gesagt, das rennt eh und ich habe dann auch meine Firma gehabt und mir ist das immer so auf die Nerven gegangen, wenn er gesagt hat, so, jetzt habe ich Zeit, fahren wir auf Urlaub oder fahren wir Wochenende fort. So, genau, jetzt kann ich nicht. Das geht nicht. Ich habe Fixzeiten, das geht nicht. Ne? Ja. Naja, macht es da was aus, wenn ich, da war dort noch eine Veranstaltung und da noch eine Veranstaltung. Nein, so geh vor, ich will meine Arbeit machen und möchte immer Ruhe haben. Und außerdem, wie man so schön sagt, über die ganzen Jahre hat man auch schöner wohnen. Ne? Auch die Frauen haben schöner wohnen, nicht immer nur die Männer. Nein, im Endeffekt, also ich habe nur immer gesagt, na, so möchte ich nicht leben. Was ist es für ein Sport, Motorsport? Das ist Motorsport, also erst war es Rallye, aber kleinbässige, so noch ein Geldbärsel halt, ne? Was man sich so leisten kann. Und ja, und da ist er immer gefahren und als erstes ist er schnell gefahren. Und dann ist er älter geworden, dann fährt er gleichmäßig langsam. Endstall-Klassik. Ja, genau. Genau. Wunderschön. Genau. Ja, ja. Genau. Wunderschön. Und da geht es dann wirklich um Genauigkeit. Ja, wieso bist du nicht mitgefahren? Da war es zu Hause auch so. Bitte? Wieso bist du nicht mitgefahren? Oder wieso hat sich das nicht ergeben, dass da... Ganz einfach, weil ich habe meine Fixzeiten gehabt und mein Geschäft war immer Wochenende. Und das war immer dann schon von Donnerstag bis Sonntag. Da muss man ja schon vorbereiten, ja. Alles. Okay. Also das Einzige, wo ich glücklich bin, ist Auto putzt er selber. Ja, ja, da kann ich nicht putzen. Aber du meinst, wenn er genau so... Ob sie putzt auch noch. Was sein Hobby? Auto? Sein Hobby hat, natürlich. Oh, okay. Natürlich. Und Entschuldigung, wenn du nicht aufpasst, das war jetzt der Ex-Mann, oder bist du mit dem noch zusammen? Jetzt? Mit dem bin ich immer noch zusammen. So, okay. Aber das Auto putzt ihn jetzt nicht mehr, oder? Nein, das Auto putzt ihn nicht mehr. Weil ich muss ehrlich gestehen, da ist er sehr penibel. Hoffentlich er bleibt dabei. Okay. Weil ich denke mir immer, ja, irgendwann ein Oldtimer, ne? Und dann die Blenden aus, also so ist nicht. Und dann, ja, okay, dann wird er dich pflegen. Ja. So ist es, die Hoffnung stirbt zuletzt. Na, und im Endeffekt habe ich gesagt, na, so möchte ich nicht leben. Und da bin ich auf meine Schiene weitergefahren. Also ich habe dann meine Arbeit weitergemacht. Und er, sein Motorsport, er hat das sogar noch gesteigert auf Oldtimer-Traktor. Meiner ist so ein ganz zarter Mensch und da hat er sich den ersten Krasser gekauft. Das ist ein 8-PSiger. Aha, okay. 8 PS hat der. Und haben wir gedacht, das ist auch nichts, jetzt hast du zu viel Mauer und so einen kleinen Traktor. Hast du meinen Größeren gekauft? Das geht nicht. Ja, genau. Na, was du hast immer einen größeren gekauft. Genau, okay. Da habe ich gesagt, du, das aber geht so jetzt, nicht. Du hast immer einen größeren Traktor gekauft, dann könnte man jetzt aber glauben, du willst ihn los sein. Denke mal, naja, mit dem Traktor fahre ich mit. Warum? Weil das ist ein Traktor, Fahrerkabine, Schwiegermuttersessel, kennt man vielleicht oder auch nicht. Das ist der hinterher, oder? Ja, manchmal könnte ich sogar überholen. Da fährst du einmal du und er sitzt hinter dir. Ja, er sitzt Luxus, er ist überdacht, ich sitze im Cabriolet, ich sitze im Freien. Aber wenn man dir so zuhört, hat man nicht das Gefühl, dass du leidest. Ja? Es ist eher so... Ja, oh ja, ich habe schon Zeit gelitten. Das ist rauf und runter, also immer war es nicht so lustig. Nur ich habe dann meinen Weg einfach gefunden. Aber entweder Trennung oder? Ja, wir leben ja eigentlich nebeneinander her. Nein, im Terminkalender stehe ich auch schon drin. Ah ja, also mit den Jahren wie oft im Jahr stehst du schon drin? Nur eher selten, aber ich tue mich immer so ein bisschen rein, weil... Okay. Er hat sich ja auch auf Motorrad spezialisiert, ne? Klarbässig. Also da habe ich auch schon einen Helm, habe ich schon. Aber es gibt etwas, was dich sehr wohl an ihm stört, ne? Ja, das ist das Zuhause, ne? Da beginnen wir irgendwas und das machen wir dann nicht fertig, weil da sind wir ja nicht genau.
Da ist egal, das rennt alles von allein. Ich bin zwar da, wir fangen an, aber wir hören gleich wieder auf. Das stört maßlos. Ja, es macht ihm nicht Spaß, ne? Das, und das Nicht-Hinhören, das stört auch. Also das ist, ja, das, wie das so ist. Ne? Das heißt, du erzählst ihm was und er hört dir nicht zu? Das geht vorbei, das geht durch. Okay, das Durchzug. Geht durch. Oh, aha, Durchzug, okay. Ja, ja. Aha. Manchmal, einmal habe ich mich gespielt und habe geredet und dann habe ich gesagt, und da aufhupst du ins Wasser. Und dann schaue ich, Moment einmal, was hast du jetzt gesagt? Sag ich, ja, da schon her ist da aufgefallen, dass ich was gesagt habe, was anderes. Fließend gesprochen, den kurz eingeflossen. Aha. Dann habe ich gedacht, Moment, monoton war es nicht. Okay. Also das ewige Sempern, was ich sonst hat, höre ich heute nicht, da muss was anderes sein. Genau. Oder wie? Genau. Okay. Genau. Du, was wünschst du dir? Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eigentlich wirklich, dass er diesen Aufwand mehr für uns zwar betreibt. Dass einfach, wie es halt jetzt ist, jetzt bin ich auch schon ein bisschen mehr in der Planung drin, wo ich auch mit kann. Weil das Sempern, wenn ich Arbeit habe und ich kann nicht weg und er kann weg. Ja, Hobbys hast du, aber du kannst, oder? Wie, machst du nur deine Hausarbeit und deinen Job? Oder wie ist das? Na, Hobby. Hobby hätte ich auch genug. Oh, ja. Ja, hast du oder hast du keine Arbeit? Dann mach die Hobbys, wenn du alleine bist oder wie auch immer. Ja, da würde ich einen Partner brauchen. Ich würde gern tanzen gehen, okay. Aber ja, ja, da. Ja, tanzen kann man ja so auch. Naja, meiner tut gern tanzen zuschauen. Okay, okay. Also, hol mir ihn dazu, den Gerhard. Hol mir ihn dazu. Herzlich willkommen. Also. Ja? Man versteht es, wenn du mit Tanzen zuschauen durchgehen. Ja. Wenn wir einmal in Schwung kommen, kann es ja leicht passieren, dass wir einen Hoppala machen. Dann falle ich drauf, dann ist die schöne Frau irgendwie beschädigt. Also lass mal das Tanzen. Also lass mal lieber. Was ist dir wichtiger, die Autos oder deine Frau? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Vorher waren die Autos und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Gerhard! Das stimmt also, ja. Aber wenn sie jetzt weg wäre, für immer? Naja, da muss man dann ein bisschen einbremsen, dass sowas nicht passiert. Aber das glaubt das ihr ja nie, dass sie dann geht, oder? Bitte? Das glaubt ihr dann ja nie, dass sie geht. Mein Ex-Mann hat es auch nicht geglaubt. Nein, der hat es nicht geglaubt. Ja, dann hat er irgendwann... Das stimmt übrigens schon, das würde ihr glaubt, ihr glaubt, das, ja, passt, jetzt sind wir drei Tage wieder das lieb oder eine Woche wieder lieb und nett und dann passt es wieder. Naja, es ist so sehe ich das jetzt nicht. Ist ja umgekehrt so. Auch manchmal, dass die Männer gehen. Es ist ja nicht so, dass nur die Frauen gehen. Aber gibt es etwas, was du dir anders wünschen auch würdest? Also. Genau. Wie lange haben wir Sendezeit? So viel? Okay. Ja, also die Wünsche, die ich gern hätte, hat mein Gattin vorher schon angesprochen. Noch mehr Oldtimer? Nein, so viel Platz habe ich auch nicht. Ich mein, was erst Auto, dann Haus. Drei Autos, zwei Traktoren, ein Motorrad, das muss irgendwo untergestellt werden. Ne? Also das geht ja nicht. Nein, was ich mir wünschen würde, wäre, dass mehr Zeit mit mir verbringen könnte. Könnte, habe ich dazu gesagt. Beruflich weiß ich, dass das nicht möglich ist. Sorry. Aber Und du hast so viel Zeit? Wie soll man das sagen? Das kann ich leicht, das ist ganz leicht erklärt. Am Ende des Tunnels steht Pension. Das kann ich schon so gut lesen. Okay. Daher habe ich schon mehr Zeit. Ich bin noch nicht im Tunnelende, aber ich bin am Weg dorthin. Und du bist auch ein Vereinsmeier, gell? Ja, zu denen stehe ich auch. Wie viele Vereine sind es? So auf die Schnelle ungefähr bei 5. 5 Vereine? Ja. Was arbeitest du eigentlich so? Wie lange? Wie viele Stunden am Tag? Der Hauptverein ist natürlich der Ultima Traktor Club Thermenregion und dort bin ich Obmann. Genau. Der verlangt natürlich viel Zeitaufwand, auch klar. Dann bin ich noch beim Obmann. Nein. Ich habe den Standpunkt, wenn du eine Position positiv beenden möchtest oder durchführen, kannst du nur einen Obmann-Posten betrauen. Alles andere bin ich nur im Vorstand. Ja, aber nicht so. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich die ersten Jahre kein Urlaub, keine Arbeit. Also viel Arbeit. Ja, ist so, ne? Einfach richtig gepowert und aufgebaut. Ja, aber du musst ja genug Zeit haben für deine Hobbys.
ja, das kommt jetzt ein bisschen schlecht rüber. Ich bin jetzt ein 26er Selbstständigkeit. Okay. Gut. Die ersten 4 Jahre habe ich im Schnitt, oder die ersten 2 Jahre hundertprozentig, hat mein Tag begonnen um 22.30 Uhr. Um 23 Uhr haben wir begonnen, also bin ich mit dem Auto weggefahren. Dann habe ich die Zeitungen geführt und um 3.30 Uhr war ich am 17. Bezirk am Gebauplatz. Dort habe ich für 2 große Lebensmittelketten Ware aufgenommen. Die habe ich dann ausgeführt bis kurz vor 12.30 Uhr, 13 Uhr. Und dann bin ich zurückgefahren, wie man weiß, bin ich aus Pfaffstätten. Das weiß man nicht, aber jetzt. Ich bin aus Pfaffstätten. Pfaffstätten liegt im Zentrum zwischen Baden und Dreiskirchen. Ja. Ja. Und dann haben wir versucht, irgendwelche kleine Firmen schauen, dass ich noch ausliefern kann. Ja. Meistens sind es Druckereien gewesen, die am Vormittag gedruckt haben. Also um es kurz zusammenzufassen, weil jetzt wird es wirklich lang. Ja, du hast viel gearbeitet und dann hast du dir das aufgebaut und konntest delegieren. Das heißt, du hast dir dann Zeit freigeschaufelt. So, und wieso schaltest du auf Durchzug? Ich schalte nicht auf Durchzug. Ich höre halt manchmal nicht richtig zu. Das ist alles, weil in meinem Kopf andere Gedanken sind. Das ist aber sehr respektlos. Ich weiß, ich entschuldige mich immer wieder, aber es nutzt nichts mehr. Nein, es nutzt schon ein bisschen was, das Entschuldigen, aber ja, sorry. Ja, du hast ein Glück, dass du eine Frau hast, die dich so liebt. Eine andere, die dir die Wadeln schon noch vorgerichtet. Da geht's aber fest. Wir machen ein kleines Päuschen. Und ich stelle Ihnen eine Frage. Was glauben Sie, kann es gut gehen, wenn man den Partner schon vor der Hochzeit ein Ultimatum stellt? Das erfahren wir gleich. Morgen. Die Begegnung Ihres Lebens. Kennen wir uns vielleicht irgendwoher? Nicht, dass ich wüsste. Das Geheimnis Ihres Lebens. Warum hast du mir das nicht gesagt? Schöne Flitterwochen. Wenn wir rauskriegen, dass wir nicht verheiratet sind, werden wir wahrscheinlich eh umquartiert. ORF-Premiere mit Christian Kuhlund und Michaela May. Ich finde das aber gar nicht so kitschig. Frederiks Schuld, morgen 20.15 Uhr, ORF 2. Deiner Veränderung will ich nicht leben. Eine Partnerschaft bedeutet Kompromisse schließen, Rücksicht nehmen und schauen, dass man es irgendwie schafft, gemeinsam den Weg zu gehen. Aber manchmal geht es halt nicht. Wenn der eine wirklich komplett abbiegt, dann muss man halt einen Schlussstrich ziehen. So haben es Harry und Gabi gemacht. Aber Traude und Gerhard, also ja, die schaffen es. Wie lange seid ihr schon verheiratet? 22? Ah, du warst das gar nicht. Oh ja, ich weiß schon. Na so. Ich habe mal schon gesehen, Sie, verheiratet sind wir jetzt in 22. Und zusammen sind wir vorher 13 Jahre gewesen. Wie, so lang? Na, prüfe, wer sich ewig bindet. Der Punkt ist, wenn jetzt deine Frau ein Hobby hätte, ein zeitintensives, und du keines, darfst jammern. Er wäre sehr eifersüchtig. Ach so. Aber wie? Danke, dass du mir die Antwort gibst. Aber ich sag dir was. Du könntest auch eifersüchtig sein, wenn du unterwegs bist und sie alleine zu Hause ist. Hausfreunde sind schnell gefunden. Ja, das ist natürlich richtig. Da muss man schon zum Ehepartner und zu meiner Frau Hobiches ein Riesenvertrauen haben. Schon, gell? Weil, aber sie muss das Gleiche zu mir haben, weil ich bin ja manchmal 3, 4 Tage, 5 Tage weg. Bei der Rallye habe ich sogar Frauen als Beifahrerinnen. Ja. Also, aber das ist auch bezüglich wirklich nur aufs Fahrzeug. Aus. Aber ich nicht für irgendwelche falschen Gedanken hegen, bitte. Aber ich glaube, ihr habt eines verbindet euch. Das ist der Humor, gell? Ja. Ich glaube, ihr lacht viel miteinander, gell? Na ja. Wir streiten gut, das reinigt die Luft. Okay. Und dann lachen wir wieder. Wenn es euch sagt. Wir finden immer Zeit. Naja, also für das ist immer Zeit. Es gibt dann ein Telefon auch. Ne? Also ein Meinungsverständnis. Ich möchte das kurz berichtigen. Okay. Die Veranstaltungen gehen meistens von Donnerstag bis Samstag. Okay. Und alles, was sich in einem Bereich von 100, 150 Kilometer befindet,
versuche ich noch am Samstag am Abend nach Hause zu kommen. Das heißt, ich komme dann zwar erst um Mitternacht herum, aber Sonntag bin ich bei meiner Gattin. Der heilige Tag. So, und jetzt holen wir die Ramona dazu. Ramona, die sich in ihrer Ehe verändert hat. Und das hat ihrem Mann nicht mehr so gefallen. Hier ist die Ramona. Ramona, wie war denn deine Ehe? Wie war der Beginn und was hat sich verändert? Der Anfang war wunderschön. Mhm. Also, ja, die hat sich sehr bemüht und ja, da hat mir die Sonne von oben genommen und du bist meine Sonnenschein und alles. Und ja, ich war sehr verliebt. Ich glaube, wir waren verliebt, ja. Ich auf jeden Fall, ich habe ihn geliebt, ja. Mhm. Und das hat eine Weile gedauert und ich weiß nicht, also ich verstehe heute immer noch nicht. Also wieso musst du spielen so, dass du eine Frau bekommst überhaupt? Also schöne Reisen haben wir gehabt, Geschenke haben wir gehabt, viel Aufmerksamkeit haben wir gehabt, ja. Also alles war wunderschön, ja, also sag mal so. Denkst du mal, wow, Traummann. Also, und dann nach der Hochzeit? Nach der Hochzeit dann, ja, nach kurzer Zeit, ich habe kennengelernt das zweite Gesicht. Ne? Und dann war für mich, wow, okay. Mhm. Also wir waren 2 Jahre so circa zusammen vor der Hochzeit. Und die ganze 2 Jahre habe ich einen Traum gelebt. Ne? Und danach dann, ja, leider. Wie war er nachher? Nachher war so, nur mehr Pflichten. Mhm. Ja? Also, ja, das muss man das machen, und das gehört gemacht und wir haben nichts und wir müssen sparen und das war nicht notwendig, aber bitte. Ja. Mhm. Also, vorsichtig, ja, okay. Ja. Und ja, zusammenhalten muss man, muss man zusammen arbeiten und alles, ja. Ich sage, ja, okay, ich habe nichts dagegen, ja, also ist alles gut und schön, kein Problem, ja. Aber ich habe nichts davon gehabt. Mhm. Ich habe keine Konto, ich habe keine Lohn, ich habe keine... Also du hast in seiner Firma mitgearbeitet? Genau. Okay. Gut, und jetzt könnte man sagen, viele andere Frauen hätten gesagt, na, dann suche ich meinen anderen, ich verlasse dich, ich gehe. Du nicht, du hast weiterhin gearbeitet. Ich habe weiterhin gearbeitet. Und hast dir aber noch einen Job gesucht, wo du Geld verdienst? Also ich habe so durchgemacht, sag mal so ungefähr um die 2 Jahre. Dann kam mein Sohn auf der Welt, also unser Sohn auf der Welt, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, für mich alleine war mir egal, also ungefähr. Aber ich habe jetzt ein Kind und ich muss das denken für Zukunft und für unseren Sohn auch noch dazu. Ich kann nicht mit einem Kind daheim warten, dass mir mein Mann also abhängig bin und im Taschengeld verlangt. Ja. Also das ist mein Überleben wir. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, schau, ich arbeite gerne weiter, aber ich möchte einen Lohn haben, ich möchte ein Konto haben, ich möchte normal leben, so wie es gehört. Ja, ne? Genau. Und dann, ja, da hat angefangen mit zwischen uns so eine Distanz. Ja. Er hat sich verändert. Er war nur mehr böse und Egoist. Und ja. Und irgendwann bist du gegangen? Naja, ich habe das für uns getan eigentlich, dass ich auch einen Job habe und da auch ein Gehalt habe und nicht auf ihm abhängig sein und so, weil ich habe das nicht notwendig. Ne? Mhm. Und das hat man wehgetan, dass er nicht akzeptiert hat. Er hat das nicht gesehen. Mein Gott, schau, ich habe eine gute Frau, sie arbeitet, sie schafft alles alleine und alles. Ne? Lustig, weil eigentlich ist es nicht die gleiche Geschichte, aber bei euch auch. Du hast dich auch selbstständig gemacht, hast viel gearbeitet, aber man hat das Gefühl, ihr habt sich unterstützt. Ganz offen und ehrlich gesagt, meine Gattin hat mich sehr, sehr stark unterstützt und ist dann bei ihr habe ich natürlich auch unterstützt. Ja, also so beruflich haben wir sie schon unterstützt. Mhm. Hobbymäßig haben wir natürlich dann getrennte Wege gegangen, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber bitte. Gut, bei der Ramona kommt noch dazu, dass sie einen Sohn auch gehabt hat und dass der Mann nicht da zu dir hält, das ist schon ein bisschen. Na, krass, finde ich. Ganz dann, ne? Egoist. Ja? Eine riesengroße Ego. Ich meine, ich kenne sie ja. Wir sind von derselben Ortschaft. Ja. Und ich weiß, wie sie auch in dem Geschäft und so gearbeitet hat. Also so ist es nicht. Gell?
und immer fleißig war. Also so. Ja, ja. Also ich habe das im Raum stehen lassen. Ne? Wie gesagt, also wann habe ich gesehen, das geht nicht mehr. Und wir sind mehr nur mehr so WG geworden, also Bruder, Schwester. Genau, ja. Dann habe ich gedacht, ja, ich kann mir das nicht länger gefallen lassen. Ja. Das heißt, wie lange wart ihr zusammen? Wie viele Jahre? Oh, ja, genug. So 10 Jahre, über 10 Jahre, ja. Gut, dann hole ich jetzt meine nächsten beiden Gäste dazu. Wenn Georg zärtlich wispert, hallo, mein süßes Täubchen, dann meint er 50 andere, aber nicht seine Maria. Herzlich willkommen. Okay. Hallo. Hallo. Maria. Hallo. Welches Ultimatum hast du dem Georg vor der Hochzeit gestellt? Ja, er muss, also zwei Huppis. Ja. Die Tauben und Funken. Dann habe ich gesagt, ein Huppi muss er weggeben. Okay. Ja, weil wir haben einfach so wenig Zeit. Mhm. Ja. Wie war denn das mit den Hobbys am Anfang? Also, ja, die hat er schon immer gehabt, die Hobbys, wie ich ihn kennengelernt habe. Das hast du gewusst? Ja, also das schon gewusst. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Aber da hat er eine Funkstation, ein Schlafzimmer gehabt. Und das kannst du vergessen. Georg, mit wem hast du da gefunkt? Ja, mit anderen Funkkolleginnen und Kollegen. Im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer, ja. Was funkt man da? Ja, alles Mögliche. Super, du bist unterwegs mit dem Maustorn. Ja, genau. Das Lied, ja, genau, ja, genau. Also, gesagt, nein, das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Da soll er lieber, da sollen die Funken sprühen, aber sie ja, genau. Da sollen wieder die Täubchen fliegen, ja, würde ich vorschlagen. Also, das CB-Funken hat er aufgegeben. Ja, das hat er dann selber eingesehen. Weißt du, das ist zu viel. Ja, okay. Ja. Aber die Tauben? Ja, die Tauben, die haben schon losgelassen. Sie haben mir zwei Huppe die Entscheidung lassen. Ja. Okay. Ich habe gesagt, okay, ein Huppe gebe ich weg. Das ist dort zumindest Funken gewesen. Ja. Natürlich, wenn wir die Hochzeit gehabt haben, dann haben die Funkerkollegen alle noch zur Hochzeit gekommen und einen super Maßkrug, so einen super Krug so überreicht. Schön, als Hochzeitsgeschenk. Ja. Aber von dort war es mit den Funkkollegen war. Aus. Aus, ja. Ende der Eichstuhl. Gott sei Dank. Begraben. So, die Tauben sind geblieben. Ja, das sind geblieben. Pur. Wie viele? Ja, circa 50 Stück. Aber die waren von Anfang an da, nein? Am Anfang? Nein, es war nicht so. Nein, es sind aber bei mir geworden. Ich habe am Anfang bei meinen Eltern noch gewohnt. Da habe ich die Tauben gehabt. Okay. Und wie ich zu ihr gekommen bin, habe ich glaube ich übersiedelt mit den Tauben. Jetzt, was macht man mit den Tauben? Im Frühjahr tut man züchten damit. Ja. Dann mal wieder Junge rausbringt. Im Herbst haben dann die Ausstellungssaisonen wieder. Okay. Und da schaut man natürlich, dass man wieder sehr gute Junge dabei hat. Mhm. Und dann geht man wieder in Ausstellungen. Bei mir zu Hause haben sie einen Daumenschlag drinnen und auch Daumenmolier. Mhm. Und da sind sie so sehr glücklich. Na gut, jetzt muss man was sagen. Ihr habt auch eine Landwirtschaft gehabt. Ja. Ne? Mhm. Da hätte die Maria, da hättest du oft seine Hilfe gebraucht. Ja, schon. Aber das hast du alles allein nicht machen müssen. Nein, ich habe mir schon weggeholfen. Aber dann habe ich mich auch wieder aufgeärgert. Was der noch wieder nicht Zeit gehabt hat, ist er wieder bei den Tauben um. Habe ich gesagt, ist er wieder bei den Tauben um. Naja, und das Hobby mitmachen? Also, das interessiert mich nicht. Nein, das interessiert mich nicht. Aber jetzt bin ich eigentlich froh, was der war, jetzt ist er zu Hause, was jetzt habe ich keine Landwirtschaft nicht mehr. Jetzt, wenn ich braucht, dann ist er halt ein Daumenhaus. Ja. Bin ich froh, weißt du, was du suchen musst? Das ist auch nicht schlecht, ne? Genau. Das ist gescheiter, zu wissen, wo er ist und nicht bei einer Freundin. Ja, ne? Genau, ist eben besser. Ja, das ist anders, weil der Gerd ist da unterwegs in der halben Weltgeschichte mit seinen Traktoren. Ist mir egal eigentlich. Das ist mir eigentlich egal. Ja. Nicht, aber du fährst nach wie vor nicht mit auf Ausstellungen. Nein, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Aber woher kommt die Begeisterung für Tauben? Warte mal, ja. Ja, die Begeisterung kommt von deiner einen Seite. Ich habe früher als Junge wollte schon Tauben haben. Mhm. Und mein Vater hat immer gesagt, es genügt, wenn er 30 am Tag kommen hat. Ich brauche keinen. Habe auch keinen gekriegt als Junge. Ne? Und das war so ein Ansporn für mich. Haben wir dann, glaube ich, als Tauben zugelegt. Und natürlich ist dann die Begeisterung bei mir geworden. Aber wie gesagt, ich habe Rassetauben. Ich tue viel ausstellen. Ich komme auch mit den Ausstellungen weit umeinander. Habe in Holland schon mal mitgemacht. Ja, was ist Harry?
Dann sind wir zupfen mit den Federn und zack, da geht eine Federn weg, da geht eine Federn weg. Mal, ich die Arme. Nein, das ja, nicht. Na ja, ich kenne das vorher. Es gibt Rassen, die muss man herrichten. Ja, die muss man herrichten. Aber wenn man so eine Rasse da ist, das nicht. Ja, die gesprengt muss das nicht machen. Das sind naturschön, ne? Du, und das ist ein zeitintensives Hobby? Ja. Und ein kostenintensives auch? Nein. Kosten nichts, aber. Ist zum Verschmerzen. Ja? Weil denk mal, mit dem Geld könnte man zum Beispiel auf Urlaub fahren. Ne? Ja, früher oder so, haben wir zu Zeit gehabt. Jetzt ja, wäre es leichter. Oder so ein romantisches Wellness-Wochenende. Ja, genau. Ja. 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 Da könnte man. Auf die Idee haben wir noch gar nicht gekommen. So. So ein bisschen Zweisamkeit. Ja, genau. Nein, so dafür, wir gehen eigentlich sehr gern fort. Wir gehen gern tanzen und das ist wirklich super. Okay. Ich bin so froh, was der da so einen Mann hat und der hat mich auch voll unterstützt bei der Arbeit da. Ja. Immer ja. Wir gehen so gern tanzen, wir haben den Tanzen kennengelernt und jetzt gehen wir nur so gern fort. Und okay. Das ist auch super. Aber wenn er jetzt diese Taubenzucht nicht hätte, dann wäre es schon perfekter. Ja, früher habe ich schon öfters gemeckert, aber jetzt ist man halt gleich. Maria, ist er ein Romantiker? Auch nicht so. Weiß auch nicht. Nicht, so wie der nicht so wie der Gerhard, der ein Frühstück macht. Und ah, nein. Und ich weiß nicht, was du noch alles tust. Liebesbriefe schreiben? Da bin weniger. Ich. Wie? Weniger. 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 Gar nicht, bis gar nicht. Aha, okay. Nein, das Frühstück herrichten mit eventuell Kerzen und so Sachen. So ja, sofort. Und ein bisschen das in. Aber dann nicht zuhören, wenn sie spricht. Bitte? Aber dann nicht. Ja, schon zu. Wenn sie dann sagt, das hast du aber schön gemacht, danke. Natürlich hört man das klar. Aber hört dir dein Mann zu? Also Maria, hast du das Gefühl, er ist da, wenn du mit ihm sprichst? Ja. Oder ist er immer bei den Daumen? Ja, schon oft bei den Daumen, bei den Gedanken. Schon oft bei den Daumen. Wie kompromissbereit muss man sein in einer Ehe? Schon, muss man schon sein. Sicher. Das Thema muss schon weg zurückstecken. Weil er hat mich schon auch viel unterstützt. Ich weiß, der war auch öfters im Krankenhaus und da hat er immer da, was er gemacht für mich. Ja. Da muss ich ihm auch wirklich mit Danke sagen. Auch für das. Schon. Ja, schon. Ja. Sicher, ja. Ja. Nein, weil du hast ja die Geschichten vorher wahrscheinlich gehört. Mhm. Nicht? Zum Beispiel Gabi, die einen Mann hatte, der dann so viel Computer gespielt hat. So, ja. Muss man da, hätte sie da mehr kompromissbereit sein sollen? Irgendwie drüber ja, hinweg schon ein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht. Gleich kann man auch nicht aufhören. Ich weiß auch nicht. Das ist eh lang zugeschaut, in 10 Jahren. Ja, das ist eh lange Zeit. Gut, aber dass er so viel Zeit bei den Daumen verbringt, glaube ich, ist auch nicht notwendig. Ich meine, die müssen sauber gemacht werden, da muss er miteinander. Ja. Aber nein, irgendwo hört man schon von Maria, außer dass sie nicht gerade happy ist in der ganzen sicher Geschichte. Sicher habe ich mich aufgeärgert. Aber was hilft? Ja, aber da ist er halt mit seinen Gedanken schon. Ja. Was tut man mit so einer Taube? Tut man die streicheln oder was macht man mit dem Fleck? Gepflegt auch schon, da wieder davor sitzen, wieder so resignieren mit seinen 50 Tauben. Und redet mit einer. Wir haben die Landwirtschaft gehabt. Und du hast den Stall gemacht und der ist bei den Tauben gesessen. Ja, 35 Stück Vieh gehabt. Okay, weil ich hätte mich nicht umgekehrt ins Taubenhaus. Das war ganz klar wie ein Ausdruck. Ganz sicher? Nein, das habe ich nicht getan. Ich hätte das schon gemacht. Nein, so habe ich wirklich einen guten Mann. Nein, wirklich. Das wird schon sein. Schauen wir schon 41 Jahre beisammen. Schau, ich glaube, das ist so. In dieser Sturm- und Drangzeit, so am Anfang der Liebe, wenn man, wie soll ich sagen, wenn du ihn gebraucht hättest, dann war er vielleicht nicht immer da oder hat mehr bei den Tauben. Ja, genau. Heute rückblickend denkst du, egal, dafür hat er heute mich nicht betrogen, hat keine Freundin, ist da, ist verlässlich. Das sind ja so viele Werte. Ja. Das sind auch so viele gute Werte. Das heißt, in Wirklichkeit muss man, außer es ist extrem, es gibt auch Extrembeispiele, aber muss man ein bisschen durchhalten. Genau. Wie oft kriegst denn du Blumen? Noch nie. Was? Also das geht einmal gar nicht. Ich meine, das ist das Materielle, das ist ja nicht so wichtig. Da geht es ja nicht ums Materielle. Das brauche ich gar nicht. Dafür kriegt die Daumen ein neues Glockerl, oder was? Man hat doch ein Omega-Glockerl. Ein neues Ringerl. Schau, dafür sind wir schon 41 beieinander. 41 beieinander. Das muss man auch schätzen.
Ohne so was, die Blumen zu kriegen. Ja, aber einmal Blumen kriegen wäre schon schön. Wenn es Maikäkel sind. Maikäkel kannst du Maikäkel, ja genau. Ketchup. Genau, muss man gerne mal probieren. Versprichst deiner Frau Maikäkel und Ketchup. Aber du bist so lieb gewesen, Maria. Du hast gesagt, schau, ich möchte mich heute auch noch einmal bedanken. Ich muss mich wirklich bedanken. Das ist so super, Mann. Ja. Aber der Georg möchte dir auch was sagen heute. Ach so, was? Ja, Wahnsinn! Die ersten Blumen! Wahnsinn! Oh, so schön, ja. Hör zu! Ja, jetzt mal mit zuhören. Ja, Wahnsinn! Hallo Schatz, ich möchte dir bei dieser Gelegenheit über der Barbara Kallich Sendung einen großen Blumenstrauß überreichen. Ich möchte mich für Kochen, Waschen, Bügeln und weitere Haushaltsarbeiten bedanken. Und auch für die Treue und die Liebe, die du mir immer sehr liebevoll herüberbringst. Ich hoffe, du kannst weiterhin mit mir zusammenleben. Ich möchte mich auch für die Tauben bedanken, weil du mit dem Hopi viel Nachteile hast und ich wenig Zeit für dich habe. Alles Gute nochmal, dein Georg. Ja. Passt schon. Passt schon. So lieb. Ich glaube, das war die entzückendste Liebeserklärung überhaupt. Super. Ja, die kam echt von Herzen. Ja, ja sicher. Ja. Super. Schau, so ein schöner Strauß. Gell? Ja, super. Ja. Muss man zu der Barbara kommen, dann kriegen wir so schöne Blumen. Das werden wir alle nie vergessen, ja, diesen Moment. Super, schön. Ja. Die ersten Blumen. Das werde ich mir lang merken. Und vielleicht auch nicht die letzten. Vielleicht auch nicht die letzten. Liebe, ja schau, da können wir ruhig noch einmal applaudieren. Liebe Gabi, wie kann man mit Veränderungen des Partners umgehen? Also es gibt ja die kuriosesten Geschichten. Man lernt jemanden kennen und dann hat man plötzlich Jekyll und Hyde, einen anderen Menschen neben sich. Nein, mit so einer Veränderung muss man nicht ewig umgehen. Ja, also wenn der Jekyll und Hyde, ja, also das muss man sich nicht gefallen lassen, damit kann man auch meistens nicht leben. Wie wir auch gehört haben, gell, das ist ja dann nur ein Hinauszögern. Es ist ja dann sowieso aus. Ich denke mal, mit anderen Veränderungen ist es schon so, wenn sich einer verändert und der andere da nicht so mit kann oder nicht mit will, ist es nur ein Zeichen, dass der derzeitige Ist-Zustand nicht dem Soll-Zustand entspricht. Das heißt, da ist ein Defizit. Und wenn dem so ist, dann entsteht meistens eine Krise draus. Und Partnerschaften, die ein sehr inniges, emotionales Band haben, das sehen wir bei den beiden Paaren, ja, da macht eine Krise nicht so viel, die überwinden die Krise, weil die emotionale Bindung so stark ist. Wenn die emotionale Bindung nicht stark ist und es kommt eine Krise, also dann beginnt die Partnerschaft zu bröckeln. Aber zum Beispiel jetzt bei der Gabi, ja? Der lernt einen Mann kennen, hat 6 Jahre lang ein wunderschönes Verhältnis, alles ist gut und dann verfällt er der Computersucht. So. Na, wie wir alle wissen, gerade bei Süchten ist es so, da muss bei einer Sucht muss die betreffende Person selber aus der Sucht rauskommen wollen. Das heißt, da muss es Klick machen im Kopf, dass man aus der Sucht rauskommt. Und da kann der Partner, das ist bei Alkoholikern so, das ist bei Drogensüchtigen so, da kann die Partnerin oder der Partner noch so viel machen. Da hast du keine Chance. Wenn du da sehr viel mitmachst, ja, wirst du noch co-abhängig. Das ist das Einzige. Aber selber, man kann immer nur sich selbst ändern, nicht den anderen. Und ich musste schmunzeln. Ja, das erlebe ich in meiner Praxis auch immer wieder, dass es heißt, Frauen reden, reden, reden. Männer hören zwar hin, um dann gleich wieder wegzuhören. Ja? Und wenn es dann so weit ist, dass sie vor ein Ultimatum gestellt werden, dass es dann heißt, du pass auf, also jetzt haben wir 2 Jahre geredet, jetzt mag ich nicht mehr. Also dann bricht deine Welt zusammen. Dann verstehen sie auch die Welt nicht mehr. Ich glaube, dass Männer das sehr rasch reagieren, das haben wir auch hier gehört. Wenn denen was nicht passt, die machen gleich ratzfatz. Ja? Also Frauen reden da vorher. Und der Tipp an Männer, wenn ihre Frau redet, dann bitte nicht nur zuhören, um es so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Oder
sich 3 Wochen zu ändern und sich dann zu denken, naja, jetzt spurt sie eh wieder, jetzt habe ich schon wieder mein, jetzt kann ich wieder mein Ding tun. Also es macht sich bezahlt, wenn man des Öfteren Aufmerksamkeit schenkt, wenn man nicht alles selbstverständlich nimmt. Und es macht sich auch bezahlt, und das haben wir jetzt bei Georg gesehen, wenn, die, wenn eine Frau einmal einen Blumenstrauß bekommt, ja, ohne dass der Mann ein schlechtes Gewissen hat. Ein Ding oder für eine die Liebeserklärung, ja, nicht? Also das war doch total nett. Schön. Ja. Und selber schön zusammengeschrieben. Der Traude und Gerhard, ein Tipp für Sie, dass er besser zuhört? Ich habe so den Eindruck, wie ich der Traude ihren Humor kennengelernt habe, ja? Die weiß sie sehr gut zu helfen. Ja, also ich glaube, die haben so ein Agreement, gell? Die haben so eine Vereinbarung, er macht das Frühstück, also sie kommt schon zu ihm, ja. Und ich glaube, er weiß auch, warum er am Samstag am Abend und selbst wenn es 12 in der Nacht ist, nach Hause fährt, damit er am Sonntag da ist. Ein letztes noch an die Gabi, vielleicht auch die Ramona, vielleicht auch interessant. Gibt es ein Muster, dass man quasi gerade in Ihrem Fall jetzt diesen Männern verfällt, die sich dann total ändern? Erkennt man das vorher? Nein, oder? Nein, nicht immer, weil ich meine, das Leben, wie du gesagt hast, ist Veränderung. Ja? Und wir verändern uns durch viele Umstände. Ich denke mir nur, bei der Gabi habe ich mir gedacht, wie könnte man das so ein bisschen ändern? Ich würde mir, wenn du einen Mann kennenlernst, der dir gefällt, ja, und der Avancen macht, würde ich mir anschauen, ob er ein Hobby hat. Und dann schaue ich mir an, welches Hobby er hat. Okay. Weil wenn der jetzt, ich sage jetzt irgendwas, dich interessiert Fußball und der ist gern am Fußballplatz, dann wird er nicht ständig beim Computer sitzen. Dankeschön. Viele Paare scheitern an den Veränderungen, die eine Beziehung so im Laufe der Zeit mit sich bringt. Aber viele Situationen können ja auch gemeistert werden mit sehr viel Liebe. Dann, wenn beide wissen, in welche Richtung es gehen soll. Ich hoffe für Sie, dass Sie es wissen. Gell? Baba. Sie träumen von der großen Liebe und sie wissen auch, wo sie schon auf sie wartet. Der Traumpartner findet sich immer öfter im Internet. Ihre Träume und ihr Glück teilen sie mit unter 0900 91 00 98.